Und jetzt haben wir 74 Leute da. Boah, das Gefühle für euch, mein Herr. Wird schon alles klappen. Wie sieht's denn hier mit Nahrung aus? Oh. So wie du, das wird schon alles klappen. Da habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Werden, my Lord. So, wie sieht's aus? Tage vorig, das reicht für 0 Tage, okay. Ich werde mal meinem Glück im Ankauf versuchen. Feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. So. Kleine Gruppe. So, schauen wir mal, wie die Leute sterben. So, die ersten sind tot. Da ist wieder Porygon. Ich weiß, der taucht immer auf, wenn Leute mich angreifen. So. Die Leute, diesmal kommen sie wirklich nicht mal bis zur Linie. La 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 und da ist das nächste Angegriffe wieder weg. Kann ich nicht irgendwie die Geschwindigkeit erhöhen? Ist ein bisschen langsam. 8 Tage müssen wir noch durchhalten. Na okay, gut. Es gibt Momente, wo muss man sich auch einfach in Geduld üben. Aber ich würde zu gern erfahren, was das nun eigentlich mit auf sich hat mit der ganzen Wolf und so. Weil ich meine, die sind ja nicht einfach so blub da, weißt du wie? Okay, hier sehe ich, was passiert ist. Oh, okay. Hinweise, Missionshilfe. Okay, gut, dann können wir hier wieder zurück. Hier könnte ich theoretisch auch die Schwierigkeit umstellen, so wie ich das gerade gesehen habe. Ich trinke nochmal einen Schluck Coca-Cola. Mhm. So, jetzt bin ich wieder zurück und unser Gold wächst, wenn ich das mir so angucke, meine lieben Damen und Herren. Und unsere Truppen anscheinend auch. Waffen werden benötigt, Sire. Eure Befehle, Sir. Noch Sir? Nicht. Noch nicht. Eure Befehle, Sir. Immer noch nicht. Bereit, Sir. So. Und bam! Schickt mal wieder 20 neue Leute. Das muss eigentlich voll motivierend sein. Stellt euch das mal vor. Ihr steht da mit, Moment. Neue Befehle. 90 Mann. Ist ja an sich schon eine ganz gute Einheit, ne? Und dann kommen da mit einem Schlag 20 weiteren zu. Also wirklich nochmal ein Fünftel der Armee wird aufgestockt. Das muss doch voll motivierend sein, wenn da einige, sagen wir mal, jetzt, sagen wir mal, einen Pfeil im Kopf gekriegt haben oder, also nicht im Kopf. Ja, einen Pfeil im Kopf gekriegt haben und dann Aua, Kopfschmerzen hatten und Aspirin nehmen mussten. Ja, wenn da einige einen Pfeil abbekommen haben oder so. Und dann einfach 20 neue Leute, wo du denkst, wow, wir sind jetzt richtig viele und jetzt ist die Chance noch geringer, dass jemandem was passiert. Muss doch voll motivierend sein, oder? Und ich verstehe nicht, warum die Leute gerade auf der Mauer einen Teetanz geführt haben. Also ein Tee war die wirklich hier rüber, dann da und dann hier so. Das Ding ist die Tee, also den Tee, den man trinkt, aber. Das Feuer ist in der Burg ausgebrochen, Sire. Haben wir genug Brunnen, um das Inferno zu kontrollieren? Ich habe jetzt. Die stehen in Flammen, my Lord. Ich habe es gerade. Wütende Bären erschrecken unsere Bauern. Was? Der Feind greift an. Helft dem Lord! Er wird angegriffen! Wir werden angegriffen! Ein Bär ist los im Dorf! Ein königlicher Besuch, Sire! Ein königlicher Besuch! Oh, ich bin so aufgeregt! Sag mal, kannst du mal aufhören zu labern? Ich moderiere hier. Ein Bär ist los, Feuer brennt, ein Bär im Dorf, der König wird angegriffen, der Feind kommt. Was? Ja, ist schon klar. Weil da habe ich mich gerade gefragt, wisst ihr, der erste Spruch, Feuer brennt los und dann nebenbei so. Juhu, Feuer im Dorf, Feuer im Dorf. Brennt die Schule nieder, juhu. Lass uns den Mond anzünden. Was? So, die sterben jetzt munter fröhlich. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Ja. Nein, nicht mehr. Eine kleine Gruppe feindlicher Soldaten liegt vor der Burg. Und tut einfach mal verschwinden.
Die sind innerhalb von 5 Sekunden jetzt zu Erde geworden. Der natürliche Zeitkreislauf des Lebens von früher. Heute geht das ja nicht mehr ganz so schnell, weil Atom für euch, mein so Zeug, ich weiß Bescheid, ne? Niemand glaubt mir bitte, was ich für ein Scheiß laber. Denn das könnte eventuell dazu führen, dass Menschen so drauf werden wie ich. Das ist nicht gut. Nee, nee. Glaubt dem, der vergisst nichts. Nee, nee. Nee, nee, tut's nicht. Ich will das irgendwie. Ich weiß nicht. Also das hier hat ja schon was, ne? Dieses abgeschnitten hier an dem Berg sieht echt seltsam aus. Ich geh mal hier lang. Sieht ja schon irgendwie cool aus, als wenn du wirklich so ein Spielbrett betreten würdest. Aber, wo geht's denn hier hin? Okay, jetzt oder? Hätte man vielleicht so machen können, dass es hier sich irgendwie ausbleicht oder so, dass man hier so Nebel ist, dass du nichts mehr siehst oder irgend sowas, aber ich weiß nicht, ob ich. Einerseits gefällt es mir, andererseits muss ich sagen, es macht so ein bisschen die Mittelalter-Atmosphäre, die du eigentlich haben solltest, kaputt. So, wie sieht's hier aus? Steht da immer noch ein Stück Wand? Das muss ich nicht verstehen hier, ne? Na okay, ich lasse es einfach. Nicht drüber nachdenken, einfach akzeptieren. Oh, hier. Waffen werden benötigt, Sire. Vor dem letzten großen. Sire, es dauert nicht mehr lange, bis die Armee das Tal durchquert und die Sicherheit der Berge erreicht hat. Dann können wir uns zurückziehen, bevor wir überrannt werden. Was? Bevor wir überrannt werden? Hast du dir mal eventuell die Mauern angeschaut? Du Hans? Landsknechte, auf die Wälle. Mein Lord? Hier stehen sage und schreibe gleich 140 Mann. Und du willst mir hier erzählen, dass wir überrannt werden? Hä? 130, Entschuldigung, 130. Ich meine, warum? Wieso? Wieso tust du so etwas? Wieso denkst du so etwas? Siehst du doch an! Diese Truppe! Landsknechte bereit! Auch wenn die da hinten wieder irgendwie. Landsknechte bereit! Komplexe Ziehen zu scheinen haben, aber. Naja. Ja, cool, wenn der letzte Angriff noch ein großer Angriff ist. Neue Befehle. 64 zu 120, 30, 132 Leute. Der Feind greift an. Ich schick die Bauern mal. Der Feind greift an. Ich schick die Bauern mal nach Hause zu ihren Familien. Die müssen sich jetzt hier nicht mit uns kloppen. Bauern werden benötigt, Sire. Und produziere dann gleich noch ein paar. Achtung. Reihen schließen. Kampflustige Menschen. Bereit und warten. Ja, Sir. So, ich würde ganz ernsthaft sagen, mit der Bauernarmee, da kommst du nicht weit, Feind. Nee, das wird ein totales Fiasko für den Feind, aber okay, gut. Also ich würde allein schon mit so vielen Leuten nicht angreifen, wenn ich sehe, was auf der Mauer rumsteht, also. Ich stell dir mal vor, du bist jetzt aus der Position der Leute hier, ich kann jetzt glaube ich leider nicht hochsuchen. Und du siehst schon, was da oben ist und du greifst trotzdem an, obwohl du genau weißt, dass deine ganzen Leute sterben werden. So, die ersten sterben da allein schon, dass sie zu nah an mir ranstehen. Gut, das scheint ja auch nicht wirklich zu interessieren. So, noch drei Bauern, noch ein Pikenier und zwei Katapulte, die auch schon ordentlich Schaden kriegen wahrscheinlich gerade. Yep, die sind auch gleich beide, genau. So weit kommen meine Leute? Okay. So. Damit haben wir so ziemlich jeden feindlichen. Wir haben gerade so alle Feinde platt gemacht, das ist echt krass. Die Katapulte überleben auch nicht lange. Gut, okay. Wir sind siegreich, Sire. Ahu! Und da haben wir es wieder geschafft. Getötete Feinde. 1392.
Eigene Verluste 66. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon besser gekriegt. Ich hatte das mal mit 12. In der ersten Aufnahme hatten wir es mit 12, aber die ist ja dann abgeschmiert. Tja, schade, schade. Aber wir haben es geschafft. Wir konnten gerade so entkommen. Wir dachten, wir seien den Streitkräften des Schakals ebenbürtig. Aber wir hatten keine Chance. Nicht einmal annähern. Wir schlugen unser Lager auf, baten Longarm um ein Treffen und Rat. Ich wusste nicht einmal, ob er noch lebte, aber die Kuriere fanden ihn. Irgendwie. Wir begannen sofort mit der Arbeit. Planten, wie wir nach unserer Niederlage wieder zurückkommen könnten. Wir sprachen über unsere Truppen und unsere gefallenen Freunde. Die Armee des Königs, die von Longarm, meine eigene, alle wurden besiegt. Der König war tot. Longarm schlug einen Plan vor. Wir sollten neue Armeen finden, starke Soldaten und Truppen von den Lords des Nordens rekrutieren. Er erzählte mir von Lord Blackstaff, wegen Verrats verbannt, vom Sultan, der wahrscheinlich aus erster Hand vom Schakal wusste, und vom Eisernen Herzog, der die Schmieden in den Bergen im Norden befehligt. Er sagte, dass wir versuchen sollten, ihre Hilfe für den Wiederaufbau zu bekommen, dass wir uns erholen sollten. Longarm erzählte mir von Unterschlüpfen. Ich bat ihn, Lady Catherine in Sicherheit zu bringen. Er erzählte mir von der Abtei, wo sie niemand suchen würde. Ich sollte zu Blackstaffs Ländereien gehen, um ihn zu bitten, unserem Kampf gegen den Schakal beizutreten. Er warnte mich, Blackstaff nicht zu vertrauen. Ich sagte ihm, ich würde alles tun, um Blackstaffs Hilfe zu bekommen. Von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt. Weise, weise. Achso, ich drück ständig oben auf diese Kapitel. Ja, aber das... Es ist dunkel. Oh, nein. Die Nachkommen eines alten... Warte mal, das ist was anderes gewesen jetzt. Hä, es gibt jetzt hier und hier andere Kapitel, oder wie? Okay. Es ist dunkel und kalt und wir sind alle müde. Wir sind schon zu lange hier. Wir hören den Kampf. Die Ratten haben die Kontrolle über das nördliche Gebiet übernommen. Sie herrschen mit eiserner Faust und ohne Rückgrat. Ich habe ihren Vater umgebracht. Er hinterließ drei uneheliche Söhne. Einer schrecklicher, feiger und erbärmlicher als der andere. Rupert Silverback, der Jüngste, soll die Marschländer erobern. Der Soldat bat uns um Hilfe, um die Burg von Silverback zu befreien. Er erzählte uns, dass Thomas Blackstaff in ihr und für jede Hilfe dankbar sei. Ich sagte ihm, dass seine Burg bei einfacher Dummheit gerettet sein würde. Die Nachkommen eines alten Feindes, der Ratte, herrschen über diese Ländereien und übernehmen, ermutigt durch die jüngsten Ereignisse, gewaltsam die Ländereien der wenigen unabhängigen Lords. Ihr müsst herausfinden, wem Lord Blackstaff treu ergeben ist. Um das zu erreichen, müsst ihr durch die belagernde Armee von Silverback stoßen und die Burg erreichen. Na, dann würde ich sagen, hauen wir mal ordentlich auf die Kacke. Auf die Schokolade. Möchte man das bitte betonen. Es wird sehr gefährlich sein, zu Blackstaffs Burg zu kommen. Und wir können uns nicht mal seiner Loyalität sicher sein.